Liebe Polheim-TV-Zuschauer, ich stehe hier in Polheim vor dem Modefachgeschäft Peter G. Und das hat einen Grund. Peter G. feiert 35-jähriges Jubiläum. Und wie die feiern, das schauen wir uns jetzt mal an. Und der klassische Laser zusammen mit dem Graugoldstiefel, das gibt einen neuen Trend. Das Peter G steht für Peter Greis. Richtig. Das ist der junge Mann neben mir. Und Sie haben vor 35 Jahren angefangen mit diesem Geschäft. Da war es aber nur Herrengeschäft, ne? Nur Herren. Wir haben mit Herren begonnen, 1984, in einem etwas kleineren Geschäft, was in der Christianstraße war. Sind dann gewachsen, 1988, in die eine Seite des jetzigen Hauses und haben uns dann weiterentwickelt, 1996. Und dann eine kleine Kollektion DOB dazugenommen und dann ist die DOB gewachsen und überwiegt heute im Laden nicht unbedingt, aber sie ist sehr stark geworden. Die Herren, von denen haben wir uns vor 4 Jahren verabschiedet, weil ich in Rente gegangen bin. Ich habe immer gesagt meinen Kunden, ich möchte hier nicht rausgetragen werden. Und dann hat meine Tochter mich irgendwann gefragt, Papa, wenn du wieder mitmachst, dann nehmen wir die Herren wieder dazu. Und so sind wir wieder voll dabei mit Sortiment und Energie und so weiter, was sehr viel Spaß macht, sonst würde ich es nicht tun. Das Mädel, das Sie jetzt sehen, ist die Daniela Greis und sie ist dazu gestoßen. Ja, mit 16 habe ich schon im Geschäft gestanden und Pullis verkauft, 1984. Spaß gemacht hat und habe ich mich entschieden, in den Einzelhandel zu gehen. Und aber nicht hier beim Papa am Anfang, ne? Nee, also Lehre habe ich woanders gemacht. Die habe ich in Leverkusen gemacht, in einem Herrenfachgeschäft und habe dann noch ein bisschen weiter gemacht im Ausland und woanders, in großen Unternehmen bin ich gewesen und dann noch ein bisschen studiert und dann bin ich zu meinen Eltern. Habe dann noch ein Geschäft aufgemacht und haben wir ein bisschen expandiert und ja, jetzt bin ich ganz hier in Polheim seit 9 Jahren oder 10. 9 Jahren in Polheim. Die Kunden sind sehr nett. Ich muss sagen, von vielen Standorten, die wir bisher, wo wir unsere Geschäfte hatten, muss ich sagen, war Polheim eigentlich immer der angenehmste Standort. Mit netten Kunden, netten Menschen, zufriedenen, glücklichen, am Stadtrand von Köln. Jetzt habt ihr wieder beides. Ja. Das war mein Wunsch. Das war mein Wunsch. Da sagte er, ich habe Herrenmode gelernt, nicht Damen. Und habe ich gesagt, um Gottes Willen, du gehst in Rente, was machen wir? Dann habe ich mir gedacht, Kind ist noch klein, dann machst du mal mit Damen weiter und irgendwann startest du wieder durch mit Herren. Und da habe ich mich vor 4 Jahren durchgesetzt bei meinen Eltern und habe gesagt, ich starte wieder durch und ich brauche trotzdem eure Hilfe. Und das haben sie dann gemacht. Ja, also ich weiß das noch, als der Herrenladen zumacht, waren alle traurig. Da ging ein Schrei durch Polheim und sagte, Mama, ihr was kaufen wir jetzt? Wir müssen dann nach Köln fahren, einkaufen. Ne? Jetzt seid ihr wieder da, jetzt habt ihr ja auch wieder meine Größe. Jetzt können auch die etwas molligeren, Gott sei Dank hätte Peter G. jetzt auch ein Buch und er kauft dementsprechend ein. Das ist eigentlich sehr praktisch. Genau. 35 Jahre, was sagen die Kunden dazu? Sind die eigentlich, was ich ja sehe, ist ja ziemlich viel los. Blümchen bekommen, wir haben Gratulationen per WhatsApp, per Telefon, Instagram, Facebook habe ich noch nicht geguckt, habe ich auch noch nicht gepostet und also sie sind alle gut drauf und freuen sich alle, dass wir da sind und sagen auch alle, ich hoffe, ihr seid noch lange da, aber ich gehe mal davon aus, denn ich muss ja noch ein bisschen arbeiten. Ja, klar. Jetzt habt ihr so eine andere Modenschau, sage ich mal. Ne? Und weil wir gemerkt haben, nach fast 20 Jahren die klassische Modenschau, alle haben das Problem, das ist immer so dasselbe. Die laufen rein, die laufen raus. Und dann hat die Agentur gesagt, macht mal was anderes, macht mal was Spritziges, macht mal näher am Kunden, die Ware näher am Kunden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Fashion Talk, wo die Leute sofort an den Ständer können, wo sie die verschiedenen Kombinationen auch noch behalten, als wenn die Models raus sind. Und das kommt sehr gut an. Und das machen wir jetzt so die nächsten Jahre weiter, bis wieder was Neues kommt. Sag mal, 50 ist in 15 Jahren, wenn ich das so richtig rechne. Die machen wir noch voll. Okay. Ja, auch noch. Dann sehen wir uns spätestens in 15 Jahren wieder. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg.
Und dass das Geschäft noch lange in Pullheim bleibt. Dankeschön. Wir sind guter Dinge. Ich gehe davon aus, ja. Prima. Dankeschön.